Hallo und herzlich willkommen hier zu Enshrouded. Hier bin ich wieder. Es geht weiter. Ja, Leute, heute möchte ich mir ja mal hier zum Beispiel den ewigen Zauber angucken, zum Beispiel, was wir hier noch so haben. Weil wir waren jetzt das letzte Mal, ja, so in dem Gebiet hier, größtenteils. Ja, hier sind wir auch rumgeschlichen, aber das war vorher noch. Genau, wir sind auch hier rumgeschlichen, ja. Da war ja nichts Besonderes. Da ist zwar ein Riesentor, aber da komme ich nicht weit. Das habe ich ja mal markiert hier. So, südliche Karawane, da waren wir das letzte Mal. Also hier an dem Punkt hier, jetzt überlege ich nur gerade, ob ich von hier aus starten möchte. Es bleibt ja nicht viel anders übrig. Ich muss entweder hier ins Miasma oder auch nicht. Hier wird noch ein Schrein der Flamme. Ich habe halt gerade überlegt, ja gut, hier ist unser Zuhause. Ich habe gerade überlegt, ob ich den Punkt löschen möchte. Weil eigentlich hat er gar nichts mehr groß zu tun hier. Deswegen, ja, wir werden den Punkt hier auch löschen. Flamme tilgen. So, Dankeschön. Und wir können ja mal gucken, ob wir da östlich irgendwie eine gute Karte haben, ob wir da... Na gut, da ist noch eine Landmasse auf jeden Fall. Das war das Jägerinnen-Dings da, wo die Kunden haben. Gut, hier geht noch so eine Landzunge, aber ich glaube, die geht nicht sehr weit. Hier, man sieht es hier zwar. Warte mal, war ein bisschen Fleisch. Dann das hier. Miesmannschutz haben wir noch 16 Minuten. Das passt, falls man da aber gut. Da wird man dann noch einmal nachlegen, wenn es ist. Lass mich mal hier runterfliegen mit unserem Bronzehelm hier, ne? Na, Bronze ist es nicht, es ist Kupfer. Ja, es ist Kupfer. Gut, der Unterschied zu Kupfer wäre eigentlich noch, dass es ein bisschen rötlicher wie Bronze ist. Und es gibt auch noch Messing, das ist dann auch so in der Farbe, aber Messing wird dann gern noch mit Zink und Zinn praktisch gemacht. Das ist eine Legierung aus mehreren Stoffen. Ah, das sind Wölfe. Ja, wir können ja mal gucken, ob da noch irgendwas Besonderes ist. Ich werde jetzt mal nicht vom Weg abgehen so schnell. Gut, vielleicht da vorne ist irgendwo eine Gabelung. Ja, da gab es das. Da haben sie aber auch eine lustige Rampe gebaut. Okay. Würdest du irgendwas hinter Weg? Du musst ja mal gucken, ne? Na gut, das führt ins Miasma. Das führt hier ins Miasma rein. Gut, aber hier oben speziell. Okay, hier ist der Obelisk der Bauer, den wir gesehen haben. Aber das da bleibt eigentlich mehr oder weniger verhüllt hier. Gut, jetzt können wir ein bisschen auf Querfeld einrasen hier. Ja, ich mag das einfach, wenn die Karte so versteckt ist. Da möchte ich schon gerne ein bisschen Klarheit haben. Können wir da auch ein bisschen rumrennen? Komme ich nicht hoch? Da haben wir wieder so eine Speicherkugel. Und die können wir aktivieren. Hallo? Ist die schon aktiviert? Merkwürdig. Ja doch, die kann schon aktiviert sein, aber normalerweise waren wir doch hier noch gar nicht. Merkwürdig. So, hier ist wieder so eine Feuersteinhöhle hier, was du denn da kannst. Das ist oft immer ein Gegner, aber ja. Ah, hier mal wie so eine Gemse hoch. Aber hier wird nichts sein. Nee, also da wird nichts großartig sein hier oben. Nö, da ist nichts. Okay, das kann man sein lassen. Also der Doppelsprung, da muss ich echt immer angewöhnen, dass ich da nochmal auf drücke, dann dass ich da auch gleite.
Nein, sonst kann es ins Auge gehen. Ja, grüß Gott, ich wollte nicht stören. Moment. Wo ist denn jetzt hin? Hier? Ach, da. Ham! Und Level 5, oh Gott. Das ist ja armselig. Na gut, wir gucken uns das mal ganz kurz an. Aber ja, wie kenntlich hier gibt es einen Feuerstein. Es ist nicht die Welt, also. Und hast gedacht, weil da unten eine Flamme angeht oder so, weil da eine Fackel angezündet wird. Nö, da brauchen wir nicht weiter. So, gut, dann bleibt uns eigentlich wirklich nur der Weg hier. Da wissen wir, was es ist. Ein bisschen durch die Gegend rasen. Ich meine, das führt wieder ins Meersmal, ja. Der Weg hier. Na, M natürlich, so. Da können wir ganz keep, hier ist ein Weg. Wieshof. Ja gut, man kann ja praktisch hier durchs Meer mal durchlaufen. Das ist jetzt nicht so die Welt. Aber da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ich laufe mir jetzt so ein bisschen am Rand entlang. Dass wir das noch so ein bisschen kartografieren. Ach, Wölfle. Ist unbedingt kaputt gehen. Ja, da haut ich ab. Ja, jetzt habe ich ihn eh verletzt. Ja. Und das nehmen wir mit. Ja, wieder hier knorrige Musik. Schein der Flamme. Ewiger Zauber. Was wollen die eigentlich? Welche Quest haben die uns markiert? Ich weiß es gerade gar nicht. Ist hier eine Quest im Norden? Achso, ja, ich weiß, welche Quest gemeint ist. Gut, ich würde jetzt mal die andere Quest aktivieren. Ein ewiger Zauber. Wir rufen das nochmal ins Gedächtnis. Erreiche das unterirdische Grab. Ja, ich müsste erwähnen, dass bestimmte Zaubersprüche mit endloser magischer Energie ausgestattet sind. Solche Zaubersprüche werden Ewigkeitszauber genannt und werden nicht verbraucht, wenn sie als Magierstabmunition verwendet werden. Sie können unbegrenzt Nutzen finden. Diese Zaubersprüche sind über die ganze Welt verstreut, aber einer wurde zusammen mit seinem früheren Besitzer in einem unterirdischen Grab versteckt. Finde das Grab und hole den ewigen Zauberspruch, um ihn zu benutzen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das natürlich solche Sprüche sind, die dann Stäbe sozusagen auf einen Zauber festlegen können oder so. Weil bisher hatten wir auch Stäbe, die hatten zum Beispiel Eis oder Feuer oder so. Oder Blitz, ne? Ich meine, so die Elementare, wo es also gibt. Mit einem Wasserzauberstab gibt es nicht, glaube ich nicht, ne. Aber ja, so die bekannteren. Aber Wasser zählt halt hier nicht dabei. Ja, was ist ein Ausguck sozusagen? Hier wird es wieder ins Miesma reingehen. Und hier ist noch ein interessanter Durchgang. Also ich finde es schon interessant. Hier mal durchgucken. Weil nach den Wegen richte ich mich halt nicht so wirklich, ne? Es mag ein Segen oder auch ein Fluch sein, aber ich denke eher, es ist immer schlechter, wenn ich mich nicht den Wegen eigentlich entlang gehe. Dann verpasst man gerne mal was hier. Das hat sich nach Schwarm angehört. Da laufen wir mal lieber schnell weiter. Ich habe keinen Bock auf so einen Schwarm. So, warte mal, hier ist... Ist das das eine Ding, was wir schon gesehen hatten? Ne, südliches Karawanenlager. Hä, das macht aber keinen Sinn, Leute. Die südliche Karawane ist doch da oben. Und das ist jetzt ein südliches Karawanenlager. Das macht jetzt für mich gerade so richtig Sinn, ne? Also, naja. Gut, die Karawane kann ja hier ein Lager gemacht haben. Aber... Okay, da klippt die Kiste auch irgendwo rein. Das ist auch irgendwie falsch hier.
Ja, es gibt halt ein paar Kartenfehler, sage ich mal, wo es nicht so schön aussieht dann. Aber was soll's, das Spiel ist trotzdem gut. Ah, Silberkiste, da braucht bestimmt Schlüssel, oder? Nö. Ein Stab. Oh Gott, Stufe 3. Den können wir eigentlich sofort beerdigen. Und da haben wir noch was zum Lesen. Neue Geschichtsseite. Adel und Geschichte südliche Karawane. Die Wiederentdeckung eines alten Anblicks. Ich hätte nie gedacht, dass ich noch einmal den Sonnenuntergang auf dieser Seite der Berge erleben würde. Als ich jung war, war die Abenddämmerung noch heller. Ein leuchtender Vorhang aus Lavendel oder Traube. Eine Mischung aus Mandarine und Ringelblume. Ein blühendes Rot vor der Dunkelheit. Jetzt ist alles grau. Ich bete, dass die Erbauer die nördliche Karawane mit ihrem Licht beschützen. Ich glaube an Cyrus. Blutwacht ist in Sicht. Meine Leute sind müde, aber wir können nicht rasten. Wir müssen für jede Seele, die wir verloren haben, noch härter werden. Ich habe gelernt, dass wir schnell sein müssen. Ich habe ein seltsames Gefühl, diese Furcht nicht verweilen zu können, dass ich wieder allein bin. Warum kann ich diese Angst nicht abschütteln? Nein, diese Vorahnung. Königin Jetzmina heißt es bestimmt. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich da nicht weiter runter scrollen kann. Das ist komisch. Dass man es halt deutlicher lesen könnte, aber naja. Ja. Habe ich den Stab jetzt eingesammelt oder wieder mal nicht? Ja, natürlich wieder mal nicht. Okay. Das heißt, vielleicht dann auch die anderen Kisten nicht eingesammelt. Doch, die ist offen, ja. Die ist offen. Offene Kiste, ja. Gut. Naja, seht ihr, jetzt haben wir tatsächlich noch was gefunden. Jetzt gehen wir mal hier tatsächlich nach Osten. Vielleicht können wir das Fragezeichen noch aufdecken. Ja, da war das Sparen. Gut, da müssen wir jetzt vom Weg abkommen. Oder geht es dann wahrscheinlich auch ins Miasma? So, okay, das Fragezeichen ist im Miasma. Der ewige Zauber ist auch im Miasma. Gut, da wäre es ja von hier aus weiter, wobei, da bin ich mir nicht ganz sicher. Wir haben ja da Weg gehabt, von daher. Das ist noch der Schrein der Flamme. Und der Schutzzauber geht in 5 Minuten aus. Das heißt, wir werden mal kurz nachtrinken hier. So, und dann auf das nächste Mal. Ah! Blöde Insekt wieder. Oh, da ist wieder so blöder. Ja, ich weiß jetzt echt nicht, was es ist. Es ist Miasma, ja, aber Lava ist es auch nicht, oder? Wenn du da sozusagen reinfällst, bist du wie in dem tödlichen Miasma sozusagen. Ne? Also da, wo wir dann einen Tempel waren. Ja, der Level 5 Gegner hier, also. Es ist ein bisschen blöd, dass bei den Quests zum Beispiel der Levelbereich dabei steht, dass man das ungefähr weiß. Was haben wir denn da? Ach, wieder so ein Loch. Aber ich glaube, da ist das Refugium der Flamme drin. Okay, ich höre ganz viele Viecher. Dann nehme ich mein Schwert in die Hand. So, damit schneller und agiler agieren können. Ah, mit dem Polyp wollte ich ja nicht treffen. Was habe ich getroffen, den Polyp, ne? Ja. Gut. Ja, diese elendige Polypen-Dinger hier. So, wenn er das Nest eben nicht kaputt macht sofort, dann kommt halt immer wieder mal welche raus. Aber jetzt ist es, glaube ich, leer. Jetzt mal um. Ah ja, genau. Das meine ich halt. Diese blöden Polypen explodieren dann, wenn man denen zu nahe kommt. Und da kriegt er halt einen schnelleren Zeitabzug dann. Ja, hier unten ist aber nichts Gescheites. Also. Entweder bin ich blöd oder.
ist auch noch nicht leer. Aber jetzt ist das Nest auch kaputt. Nö. Was hat das hier für einen Sinn? Nur, dass man einen Haufen Insekten hat? Ah ne, da ist eine Truhe. Na gut, da ist ein bisschen Salz in der Wand, okay. Die Truhe ist schwer zu öffnen. Eine Hängersack. Stufe 5, ja gut, das ist auch nichts für uns eigentlich. Das können wir zerlegen. Zerlegen und zerlegen, ja gut. Da hätten wir früher hingemisst in das Gebiet hier vielleicht sogar. Aber wie gesagt, man weiß hier in dem Spiel nicht genau, welche Level sind denn für wen geeignet. Ja, das steht nirgends an. Hat es jetzt doch keine Flammenrefugium oder so? Ach, der Schrein ist viel weiter oben, okay. Ja, dann laufen wir mal da nach Norden. Nehmen wir das mal so als Kation-Folge wieder mal. Da immer mal wieder Insekten hier. Okay. Jetzt ist nur die Frage. Naja, dafür gab es keine Zeit gewusst, dass mich danach das Volk hier. Gut, da können wir mir erstmal Zeugs einsammeln. Da ist eine Bogenschütze. So. Mal schauen, ob ich da mal diesen See rüber muss, sozusagen. Ja gut, aber da ist es zwar versiegt sozusagen, aber ich komme da nicht hoch. That's the problem. Es sieht halt ja aus wie so ein Wasserfall, ne? Aber es fließt ja nicht. Das ist halt tatsächlich dann auch keine richtige Lava, ne? Aua! Ich glaube, du hängst. Bist du denn ganz blöd? Schießt mich doch. Jetzt nur mal gucken, ob wir hier irgendwie auf die andere Seite rüberkommen. Ja, hier kommt man rüber. Da ist es safe. Gut. Müssen wir mal orientieren. Ja, da sind wir jetzt auf der richtigen Zunge. Na, komm her. Insektenschwarm. Ja, das blöde andere Insekt hat mich da abgelenkt. So, wie gesagt, wenn ich das Nest zerstören kann, oder den Schwarm, dann kann ich auch den Honig nehmen, ne? Dann erst recht. So. Und das Flemmle sammeln wir auch ein. Ein Funken, ja gut, manchmal gibt es zwei. Ich weiß nicht, wann es einer gibt. Ja, das haben wir jetzt auch noch nicht aufgedeckt, aber wir werden das aufdecken. Gut, eventuell ist es auch wieder am Land, ne? So, ne, wir gehen jetzt erst wieder Richtung Süden. Ich weiß, ich laufe ein bisschen wild durch die Gegend hin und her. So, und da unten ist wieder riesengroß rot und rot und rot. Ja gut, wir würden sowieso nicht hier rüberkommen, weil da ist alles rot. Und es wird Nacht. Wie sehr liebe ich denn die Nacht? Nicht. So. Zack. Naja, zumindest haben wir jetzt wieder 16 Minuten hier sozusagen. Gut, dann versuchen wir mal hier irgendwie, dann können wir aber das Fragezeichen ja auch noch mitnehmen. Also wir laufen mal südlich, da ist jetzt wenigstens kein Fluss, sondern Roder hier. Ich will ins Loch fallen. Warte mal, hier war doch irgendwo ein Haken. Aber da komme ich nicht von da aus an, oder? Doch, komm ich. Hallo? Ah. Bin ich jetzt
Ernsthaft durch die Öse klopft. Also ich kein Kunststücker war, Leute, ey. Da müssen ziemlich nah hier. Ja gut, da ist wieder das rote Zeug. Wir laufen jetzt mal wieder südlich an dem Ufer sozusagen entlang. Das ist schon, also. Wenn mir einer erklären kann, wie das rote Zeug wirklich heißt, dann raus damit. Das sieht halt wirklich aus wie Lava, aber wahrscheinlich dieses tödliche Miasma, ne? Da müssen wir aufpassen, hier ist es ein bisschen steil. Das sieht man schon wieder fast nicht. Aber wir sind hier schon wieder. Wir sind hier schon wieder draußen. Warte mal, haben wir eigentlich noch so. Ja, ehrlich, haben wir noch. Habe ich schon wieder so einen Bogen eingesammelt? Tiefer Kurzbogen. Zerlegen. Ah, weg damit. Auch so gelumpene. So Low-Level-Gelumpe. Aber wie gesagt, oh, da ist eine Wurzel. Ah ja, gut. Das ist was wahrscheinlich das Fragezeichen. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ah ja, von da kommt man rüber. Da ist ein Steg. Oh, Ring der Fäulnis. Ja, da hat mich natürlich wieder was angeschossen gerade. Oh, grüß Gott. Ja. Ah, verdammt, jetzt habe ich. Ich und meine Tasten hier. So, hier ab. Okay, hier schießt jemand. Jetzt hat er mir jetzt was Scheiß dahin geschossen hier. Da ist er. Ja, wäre ich jetzt dann auf der falschen Dings gewesen, auf der falschen Leiste, wäre es für mich besser gewesen. Lehrlingszauberstab, ja. Brauchen wir auch nicht. Ring der Fäulnis. So, dann machen wir mal hier ein bisschen mies mal weg sozusagen. Da ist nur noch mehr Gegenwehr zu erwarten. Nee. Da ist es mal wieder. Diese ekelhafte Würze hier fällen. Da, bitte. Wie gesagt, ich mache die Dinger gern weg, weil ich laufe dazu gern rein. Und es muss ja nicht sein. Da ist tatsächlich noch ein. Da müssen wir jetzt Zielübung machen. Ist jetzt hier ein Weg oder nicht? So, jetzt kommen wir vielleicht darüber, wenn wir da so östlich laufen. Ah ja, da sehe ich aber schon wieder den roten Fluss hier. Ah, sind Insekten. Die kommen irgendwie aus dem Boden raus. Da. Haben wir's? Ja, haben wir. Dann laufen wir doch mal den Weg entlang. Oh, da ist eine. Ja, da ist. War sichtlich nicht, dass die Brücke kaputt ist. Das hat man nicht auch gern. Ah, da ist ein miesmafreier Bereich. Der siebener Gegner. Na naja, gut, sie werden stärker, aber naja. So. Aber für uns natürlich überhaupt kein Problem mehr. So eine Kiste. Nee. Ein Stein. Ach, hier ist noch ein Gegner, also, weil die sind jetzt da, weil es Nacht ist. Ah. Da bist du auch.
Ah ja, gleich mal. Ist dann. Das ist immer am liebsten. Wenn ich die Gegner sofort stunnen kann. So. Okay, 150 Meter. Ja, aber da ist dieser blöde riesige Fluss hier. Ja, da komme ich nicht rüber. Das ist. Nee, oder wie sich das hier aufspalten, hier das Ganze. Oder wäre hier ein Weg? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das da, das könnte es sein. Jetzt sind ja schon wieder neue Gegner da. Weil die bringen es eigentlich fast gar nicht. 6 XP, das ist saumäßig viel. Und dann müssen wir hier wieder rüber. Ja, ich gehe hier im Miasma rum. Oder Miasma, ich weiß, dass ich es immer ein bisschen falsch betone. Und hier geht ein Weg, ja. Hier geht ein Weg. Ja, da kommen wir näher. Also der Weg scheint das Ziel zu kennen. Ist gut. Ja. Ja, doch. Hier geht's nach oben. Na, gehen wir etwas entfernt. Mal hier mal gucken. Standard ist oben. Ja, da können wir wahrscheinlich nicht hoch, oder? Doch, kommen wir. Gut. Ja, vorsichtig, dass wir da irgendwo in eine Spalte rutschen. Das muss ja nicht sein. Dann dort oben. Unterirdischer Grabeingang. Ja, das sind wir ja. Schön. Warum das hier bei den Quests immer Standard oben anzeigt, ist doch Quatsch. So, 14 Minuten haben wir. Dann go. So, lass mal wieder hier eine Spirale nach unten hier. So, gucken, ob da was ist. Ein paar Kübel. Warte mal, da können wir doch mit dem Zauberstäbchen hier ein bisschen was machen. Oder? Ja, nee, ja gut, lohnt sich nicht für das Zeug, was da rumfliegt. Ja, nee, nicht schon wieder Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Wir sind ja Stacheln. Okay, die haben irgendwie nichts gemacht, keine Ahnung. Aha. Hier ist nichts. Ja. Ja,
Ja, die gehen ja noch, die sind halt total unterhalb von unserem Level, ne? Total unten. So, ja gut, das sieht man manchmal nicht viel, also hier ist wieder mal kein Licht. Also ein bisschen mehr Beleuchtung hätten sie ja schon wenigstens können. Das sieht jetzt zwar eindrucksvoll aus, aber das ist eine leere Kammer hier, oder? Wasser. Wow. Was soll das Ganze jetzt hier? Na gut, jetzt hat die Quest eh schon erledigt, Leute. Das war ich für die Katz. Was sollte ich hier finden? Was sollte ich jetzt finden, Leute? Also habe ich den Schatz hier irgendwie übersehen oder keine Ahnung. Autsch, okay, ja. Jetzt hat es mich erwischt, aber das macht mir nicht sehr großartig hier. So viel Damage macht es nicht. Wende mal. Naja. Hier geht's ja nach oben. Ja, das, also das war für die Katze, Leute. Ganz ehrlich. Oh, jetzt wird der Tag geil. So, ich muss jetzt nochmal nachgucken. Also das, das war jetzt ein bisschen armselig, sag ich mal so. Was? Untersuche das Jägerinlager? Na gut, viele Sachen, wo wir noch nicht, wo wir ein bisschen was haben und so weiter. Zeit für die Ernte. Jürzburg, Morgenroutine. Was gibt's dafür? Irgendeinen Ring? Suche unter den Dielen der Schleifmühle von Weizloh. Aha, ja gut, das ist auch noch. Das müssen wir irgendwann finden. Dann hört das wieder hier offen, okay. Aber das, was wir jetzt erledigt hatten hier. Bücherzauber. Du hast das verborgene gerade gefunden, indem sich ein ewiger Zauberspring betritt. Hä? Ich hab den gefunden, wo? Ich hab den doch gar nicht. Hä? Belohnung. Hä? Esther, ewiger Eisbolzen. Ah, okay. Ah ja, stimmt. Es gibt solche Dinger und die verbrauchen sich nie. Ewig Zauber werden nicht verbraucht. Okay. Ja. Die gibt es natürlich auch noch. Die kann man dann mit jedem Zauberstab anwenden. Da kann man dann verschiedene Munition nutzen. Aber es gibt halt auch die fixierten Stäbe, die einen Zauberspruch haben. Ja, dann haben wir das erledigt. Bukat-Zeremonie. Ja gut, das wäre jetzt eigentlich ein Marsch. Wir gehen darüber. Hoppala. Südliche Kavarne. Ja. Dann würde ich sagen, wir gehen hier südöstlich weiter. Südöstlich haben wir gesagt, also hier. Gucken, ob wir da wieder irgendwie aus dem Miasma-Zeug rauskommen. Ah, nee, da ist wieder dieser blöde rote Fluss. Es ist ja kein Fluss, aber. Warte mal, da müssen wir hier wieder rüber, ne? Oder? Nö. Hau ab, du Scheißviech. Ja, denen macht das Zeug ja nichts aus, aber mir macht es halt was aus. Ja, nee, also hier. Hier kann ich keinen Blumentopf spinnen. Hm, ich muss gucken, ob ich da wieder. Hm. Ach, da ist ein Weg. Richtung Osten. Nee, Richtung Osten geht er nicht. Jetzt geht er Richtung Norden. Ja, doch, Osten ist wieder gut, jo. Also folgen wir doch wieder mal den Weg hier.
Die Frage ist halt, wo er uns hinführt. Ja. Hm. Nicht ganz dahin, wo ich hin will. Aber im Meer ist mal. Ja, sieht man halt zu wenig. Jetzt ist das ein Turm. Okay. Gegner wieder im Boden drin. Das ist ja ganz toll. Eigentlich auch nicht mal tot, ne? Ja, aber der trifft mich, der Sack. Warte mal, vielleicht. Ja, Moment. Haha, ich habe euch gesehen. Habt ihr den als Ablenkung da vergraben, den anderen hier? Damit. Bogenbrechen treffen. Okay. Dann bleibt er da drin. Ja. Gibt leider ein paar kleine Bugs, aber was soll's. Machen wir hier wieder mal nicht. Wo kommt denn der jetzt her? Turmbesichtigung. Hier ist eine Leiter, okay. Ich habe jetzt halt gerade überlegt, ob die Leiter oder. Ja, aber meistens führen Leitern das hin. Ein Waldblankbogen, den können wir eigentlich eh in die Tonne schmeißen. Wir hatten da ja noch die Treppe, aber die kommt hier, ne? Erstmal nochmal die Zeit aufladen lassen, da kriege ich da gleich nochmal runter. Ich hatte schon ein bisschen Schiss, dass mir die Zeit wieder abläuft hier oder so. Das dauert schon ein bisschen, bis es hier hochgezählt hat, ne? Eben erstmal. Das dürfte die Treppe gewesen sein. Genau, und da ist die Leiter. Ja. Gut, dann können wir von da oben mal ein bisschen gucken. Weil, ja, so richtig gucken kannst du hier nicht. Die östliche Richtung haben wir gesagt. Schrein der Flamme. Ah, da kommen wir nicht wirklich hin. Hier wäre, ja. Dann Ausweg aus dem Miasma. Man sieht es halt nicht. Da unten sehe ich es auch nicht. Ja, ich glaube aber, dass wir da. Gut, wir gehen mal wieder aus dem Turm runter. Wo geht's denn hier hin? Ich glaube, hier will ich nicht sein. Wo geht's denn? Was ist denn das hier, Leute? Geht's ja noch viel weiter. Okay, da sind wir über diesen blöden roten Zeug da. Nicht sehr anheimelnd. Okay, hier ist ein Toter. Das war nicht ich. Da war auch ein Schwert rum. Ah, hier gibt's ein Boot. Ja, das sind hier verseuchte Flüsse hier. Warte mal, da könnte man rüber. Ja. So, das haben wir geschafft. Und da kommen wir auch aus dem Miasma raus. Ah, endlich wieder frei. So, jetzt sind wir. Ah ja, hier. Passt. Gut, da könnte man jetzt mal sagen, dass man hier einen neuen Schrein baut. Oder Altar. Weiß, das heißt Altar und ich sage immer Schrein. Da haben wir hier ein paar Steine. Ja, ein paar viele jetzt. Das ist lang. So, wo habe ich denn die wieder aufgegabelt?
Beschwörergefäße. Setze ich jetzt auch nie ein, bei solchen Low-Level-Gegnern braucht man es auch nicht. Au. Erstellen. Ach, das habe ich dann Elixierbrunnen. So. Da haben wir es mal. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt es beim nächsten Mal. Ich gehe dann mal mein Zeug ausräumen und ja, neue bestücken eventuell. Bis zum nächsten Mal. Euer Lego. Tschüss.